Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Thüringer Oberland 1988, glaube ich, mit dem Freezy und mit dem Manus. Hallo. Hallo. Hi, Leute. Hup nochmal. Was? Hup mal. Oh, schöne Hupe. Schönes Ding, ne? Schöne Hupen. Was? wollt Bier verkaufen. Bier. Aber dazu brauchen wir was, oder? Weiß nicht, eigentlich sollte der LKW das ja auch nehmen, oder? Welcher LKW? Ach so, ja, doch, stimmt. Wow. Ich glaube, das könnte gehen. Teste das mal. Das Problem ist nur, ich habe gerade die Panne weggemacht und auf dem Numpad Minus liegt meine Mute-Taste. Jetzt habe ich mich gerade gemutet. Oh, nice. Numpad Minus? Ja. Da ist bei mir die Aufnahmetaste. Nee, aber es ist Numpad Mal bei mir. Nee, das ist, bei mir ist Mikrofon Muten Plus. Wow. Ich muss mir echt mal eine Tastatur kaufen, wo ich so Spezialtasten habe. Ey, ich habe die Logitech G510. Ich habe hier 18 G-Tasten drauf. Davon benutze ich zwei. Ja, aber ich habe jetzt erstmal genug Geld ausgegeben oder ausgeben müssen für Computer-Equipment. Das war ja nicht mehr feierlich. Werden die Anhänger gerade am Hof gebraucht? Weil dann würde ich da mal eben wieder bei mir da am Drescher hinfahren und abtanken und alles. Ja, nee, kannst du. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Werner das Bier da laden kann. Ich auch. Also wenn ich in 10 Minuten nicht da bin, dann müsst ihr nicht nachfragen. Aber hier steht auch noch der Frontlader mit ÖLW. Ja. Freezy. Achso, ja, dann mache ich das zuerst. Alter, ja. Landbier, was ist jetzt los? Lädt er? Ja. Wow. Voll. Ernsthaft? Ja. Cool, das steht sogar drauf. Ich gehe kaputt. Wer ist das denn? LOL, und wir haben immer noch 10.000 Land hier? Ja, das ist, ich kann da noch 15.000 mal fahren. Hatten wir nicht. Moment. Und das sieht ja klasse aus. Kann man machen, ne? Sieht gut aus, finde ich auch. Und jetzt, umso weiter wegfährst, umso mehr Kohle gibt's. Ah, okay. Und du musst da beobachten nach so kleinen Bierfässern auf der Map. Darf ich eine Frage fragen? Lohnt es sich, einen Hänger zu holen für den Breachen-Gedöns? Ja, klar. Es gibt nämlich den gleichen. In Hängerform. Ich fahre jetzt ganz oben hin und nehme dann oben den Hänger mit. Ist das so weit okay? Mach doch. Ja, auf jeden Fall. So, Pierlieferant. Keine Rundumleuchten. Ah. So, das heißt, wenn ich jetzt ganz nach rechts oben fahre, muss ich eigentlich am meisten bekommen. Theoretisch ja. Gut, dann wollen wir mal testen. Mit dem LKW geht das ein Bier verkauft. Wow, ja, das hoffe ich schon. Denke ich auch. So. Was wollte ich denn jetzt fragen? Tino? Ja. Was hast du, wenn ich verfangen darf, was hast du für einen Prozessor drin bei dir? 5920. Okay. Das sind 6 Kerne. Ja. War das schon alles? Nee, ich wollte es nur wissen. Du bist so zufrieden damit, ne? Ihr müsst übertakten. Wie viel kommst du da, Gigahertz? Ich habe ihn noch nicht übertaktet. Okay. Ja. Ich wollte meinen übertakten eigentlich so, mal schauen, auf 4. Wäre nicht schlecht. Okay. 4 wäre nicht schlecht, ja. 6x4 Gigahertz war ganz gut. Na gut. Das Problem ist, der standardmäßig nur 6x3,3. Oh. Okay. Ja. Ich bin ja gespannt, was bei mir geht. Bei mir wird was das hast jemand. Jetzt? Ich habe jetzt einen 6700K. Der ist gut. Der hat 4x4 Gigahertz, ne? Ja. Der ist gut. Machst nichts falsch. Ja, ich hoffe schon. Ich hatte davor den 4770K. Dem muss ich ehrlicherweise sagen, war ich gar nicht zufrieden. Was ist 4770? Ja. Ah, den hatte ich auch davor. Der hat mir lange gute Dienste. Kann aber auch sein, dass ich das falsche Motherboard dazu hatte. Ich hatte einfach ein Motherboard, das war so ein Standard-Gedöns, ne? Du hast nicht übertakten können, gar nichts. Obwohl du den K hattest. Ja, aber das Motherboard gab das nicht her. Das ist das Problem. Das ist Mist. Ich habe den 470-90K. Okay. 470-90. 4790, ja. Ja, mach ich doch. Ah. Ja. K, ja.
Aber ich habe mal geguckt, ne? Also, du kannst ja wirklich Geld ausgeben, wenn du da Bock hast. Ja, sicher. Ja, Alter, gerne 1000 Euro ab hier der PSK, ne? Ohne Board. Ja, Wahnsinn. Ja. Überleg gerade, welches Feld du geerntet hattest für sie. Glaube ich. 24. Ja, da fällt ein Streifen außen rum. Jetzt muss ich doch mal gucken, wo ich das Bier hinbringen muss, weil ich mir hier zum. Hier. Wo ist denn das? So. Wow. Hast du was gefunden, biertechnisch? Noch nicht. Also beim Sägewerk, glaube ich, lasse ich es nicht, weil sonst haben wir bald Arbeiter, die keine Finger mehr haben. Mal hier, was ist denn hier? Frage ist halt auch, ob man das über das Coop-Ding verkauft oder ob es da wieder eine separate Taste für gibt. Musst du sehen, hinfahren und gucken, ob ein Abladesymbol kommt. Hier wird hier nicht abgenommen, alles klar, hätte ich mir denken können. So, was ist hier noch alles? Lass mal gucken. Hier auch nicht, okay. So, aber was gibt es denn hier alles? Alter, es gibt so viele Abladestellen hier. Hier kommt Annahme Palettenware. Bier ist ja nicht auch Palettenware, oder? Richtig. Müsste. Müsste sein. Ja, wird nicht angenommen. Okay. Was ist Rohr ausfahren? Fährst du gerade mit dem Dolz da hoch oder was? Der ist oben. Ah, oh, jo. Soll ich eine Runde dreschen oder? Ja, wenn du willst, gerne. Ja, kann ich auch machen. Huch, da geht ja gleich los, ich Schwitzkatze hier. Alter Vater. Ja. Was soll ich jetzt so lange machen? Weiß ich nämlich gerade nicht. Überleg gerade. Wo ist denn der Trecker mit dem Frontlader? Den habe ich gerade am Hof abgestellt. Okay. Brauchst du ihn? Nee, ich wollte mal fragen. Kannst du raustappen, Freezy? Ich will nur eine generelle Frage. Ja, kann was ich. Was denn da? Weiß echt nicht, wo ich das Bier wegbekomme. Müssen irgendwie Bierfässer auf der Map stehen. Fässer? Ja, so Holzbierfässer oder sowas, glaube ich. Willst du, dass ich google? Wir haben ja so eine wunderbare Beschreibung von dem Landei bekommen. Ich bin nur leider noch nicht dazu gekommen, mir das vollständig anzugucken. Ja. Weil das sehr, sehr umfangreich ist. Okay. Lass mal gucken. Ich sehe ein Milchfass oder eine Milchflasche, ja. Windmühle, Schweinemast, Konsum. Ah, Konsum klingt doch gut. Könnte sein, ja. Wir fahren mal dahin. Guck doch einfach mal bei I, Landbier, verkauft. Ja. Ich habe Bier gefunden, da war leer. Weizenbier, Moment mal. Auch leer. Da ist keine Verkaufsstelle angezeigt für. Ah, okay. Dann sind es die Fässer. Besser. Ja, oh ja. Ist egal, sonst trinke ich es selber, ist ja kein Problem. Den Hänger leer gesoffen. Man muss mal Prioritäten setzen. Nice. Ja, müssen wir mal gucken, wann wir das schaffen, das nächste Mal aufzunehmen, dass wir auf jeden Fall den Tom dabei haben, den Landei. Das wäre nett. Ja. Ich habe auch gesehen, der streamt ab und an, ne? Ja. Mal reinschauen. Ach so? Ja. Ja. Aber ich habe leider keine Ahnung, ich habe nur ein paar YouTube-Aufnahmen gesehen von irgendwelchen Streams. Konsum, du brauchst doch bestimmt Bier, komm. Hast du den Anhänger gekauft? Ach, du hast ja den Anhänger. Ja, alles klar, bin schon gewundert worden. Ja, wow, das verstehe ich jetzt aber wirklich nicht, ne? Oder? Jetzt? Gar nichts. Doch, wir kriegen Geld. Wir haben gerade Geld bekommen. Ja, wir kriegen Geld. Okay.
Du weißt nicht warum. Doch, doch, ich finde die Abladeanimation oder das Geräusch dazu sehr, sehr komisch. Zeig mal. Jetzt habe ich schon, es ist schon leer leider. Aber es klingt, könnte man reinspringen, das ist tatsächlich hier. Klingt aber so, als wie du irgendeine Flüssigkeit abladen würdest. Ach so. Also keine Kisten, ne? Das klingt ja anders, wenn man jetzt Kisten durch die Gegend reißt. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, wie viel das war. Aber ist egal, ich hole noch mal die Fuhre. Wir um haben die genug. 2000. 2000. Ja gut, wir haben ja schon relativ viel Bier, ne? Ja. Den Hänger habe ich jetzt auch noch, das heißt doppelt gemoppelt. Doppelt gemoppelt. Planer, jetzt wollte ich mich wieder mieten. Das ist halt die Frage, ob es... Warte mal. Boah. Okay. Jetzt ist halt die Frage. Ob es hier am meisten gab. So. Ich werde mir das jetzt mal... Oh mein Gott. Obwohl, du warst ganz da oben. Das könnte eigentlich schon hinkommen. Aber rein technisch ist das ja schon sehr weit entfernt. Das Kolli? Nein, sehr gut. Ich kann es testen, tatsächlich. Ja. Ich werde jetzt auf alle Fälle nochmal die Fuhre abholen und dann werde ich mal mir den Planer gucken und dann werde ich mal gucken, wo es bei der nächsten Aufnahme dann mehr gibt. Damit wir wirklich das Maximum rausholen, was geht. Ja. Weil für Lau müssen wir nicht rauchen. Brauchen wir auch. Eben. Aber ich glaube, wir sind von 7,8 auf 9,8, wenn mich nicht alles täuscht. Kann gut sein. Ja. Also viel hat es nicht gegeben, weil exorbitante Sprünge würde ich feststellen. Ja, definitiv. Aber das Feld hier ist auch so eine Lebensaufgabe. Ja, das habe ich mir auch gedacht, wo ich damit angefangen habe. Haben wir jetzt eigentlich was geplant für zukünftige Investitionen? Wir wollten echt mal einen zweiten Drescher kaufen, ne? Zweiten Drescher oder Tiere, ne? Ja, Tiere ist halt, ja. Es scheitert am lieben Geld. Wir müssen mal schauen, was wir vielleicht in die Mühle bringen können, weil wir immerhin ja auch Mehl machen können, was wir in der Bäckerei verkaufen können. Wo oh ja. Wir auf jeden Fall, denke ich auch, durch die Weiterverarbeitung mehr Gewinn machen. Ne? Müssten wir halt dann nur zur Mühle bringen. Ja, ist ja nicht das Problem. Wie gesagt, einfach mal ganz vorteilhaft, wenn wir, glaube ich, den Modder dabei haben. Eine ja. Runde. Alter, der fällt ja schon ganz gut, ne? Vorher bin ich mit auf dem Weg hier mit 24 gekrochen, jetzt war ich hier mit 66. Das ist ein Unterschied. Naja, wie gesagt, LKW-technisch ist es halt, oder LKWs machen das schon deutlich mehr, ne? Werd mal voll da. Voll da. Voll da. Voll da? Ist das der neue Gamer-Name? Voll da? Voll da. Ja, von Herr der Ringe? Ach ja. Mhm. Ich hab ihm was getrunken. Der hieß doch Frodo. Was? Der hieß doch Frodo, oder nicht? Ja. Alter, hier hat der Herr der Ringe geschaut? Sicher. Beide Teil war so krass langweilig. Der was? Der zweite Teil. Von was denn? Von den Hobbit-Geschichte da oder vom... Nein, Herr der Ringe. Herr der Ringe. Die Hobbit-Geschichte habe ich nicht geschaut. Ich habe nicht mal eine Ahnung, um was es da überhaupt geht. Das What? Weiß ich nicht. Geht über die Vorgeschichte des Rings. Oh. Das hört sich nicht sehr spannend an. Oh, ist ganz cool. Ja? Also ich find's cool, aber ich interessiere mich auch für so einen Scheiß, ne? Seht ihr auf Horrorfilme? Ja, aber volle Pulle. Nein. Ich will unbedingt jetzt heute, ich glaube heute ist, naja nicht heute, wenn ihr das seht, ist schon ein paar Tage her, ist glaube ich Blair Witch angelaufen. Genau, ja, ja. Ja. Und der soll echt gut sein im Vergleich zum zweiten Teil damals. Okay. Es gab ja Blair Witch Project, da gab's ja noch einen zweiten Teil, der war echt gefloppt. Der erste Teil war ja mega krass, hat ja diese Horrorszene ziemlich aufgeräumt, ja. Weil es halt so ein Low-Budget war und aber halt was ganz anderes richtig gut gemacht und jetzt halt Blair Witch soll auch wieder ganz gut sein. Werden wir auf jeden Fall anschauen. Bin ja so ein bisschen Horror-Fan, ne? Ja? Ja. Oh, nein, ich gar nicht. Boah, weißt du was? Ich mag diese Momente nicht. Ja, ja, okay, ich, alles klar. Oh, nein. Also meine das Freundin, hat die meisten. Meine Freundin nee, das, wäre da voll dabei, ne? Aber na. Das ist ja gerade das Geile daran, dieses Gefühl, wenn du dich ja, erschreckst. Aber das ist das meiste. Also
bei den meisten, die keine Horrorfilme schauen, ist das der ausschlaggebende Punkt. Ja. Durch dieses Scare-Jumps halt, ne? Mhm. Und du weißt halt genau, wenn sich diese Spannung aufbaut, gleich ist irgendwas los, ne? Ja. Und du weißt, du möchtest diesen Moment eigentlich nicht erleben. So geht's jetzt mir das. Weißt du, was ich ganz gerne wisst ihr, was ich ganz gerne geguckt habe oder richtig feier, wo es auch meine Lieblings-Horror-Serie-Reihe ist? Was denn? Kennt ihr Rack? Rack kenne ich nicht. 9797? Keine Ahnung. Aber wir sind fertig. Wir sind fertig. Ich wollte gerade nochmal hier am noch was verkaufen, aber hier geht das nicht. Wo bin ich denn hier? Weiß ich nicht. Genau, quer gegenüber wäre auch so ein Lebensmittelgeschäft, aber die wollten das nicht haben. Muss ich nochmal gucken. Okay. Ja, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Guckt bei den anderen zwei vorbei, alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Thüringer Oberland. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.